Das Leben in vollen Zügen genießen, jemandem die Augen öffnen, über den Tellerrand blicken, die Sonne im Herzen haben, die Rabeneltern. Bestimmt kennen Sie diese und weitere Sprichwörter und nutzen sie mehr oder weniger häufig in Ihrem Wortschatz. Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, dass Sprache auch anders verstanden werden kann? Fährt da jemand sein ganzes Leben in einem vollen Zug? Sie entspannen sich und haben die Augen geschlossen. Möchten Sie wirklich die Augen geöffnet bekommen? Können Sie auch über den Tischrand blicken und den Mond im Herzen haben? Und sind die Rabeneltern wirklich die Eltern des Rabenkückens? Solche alltäglichen Sprichwörter und Redewendungen verwenden wir häufig, ohne uns darüber Gedanken zu machen, ob und wie sie von unserem Gesprächspartner verstanden werden. Denken Sie an die Aufbauanleitung zu einem Möbelstück in verschiedenen Sprachen oder Ihre Steuererklärung. Konnten Sie alles verstehen? Nein, Sie sind damit ganz sicher nicht alleine. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass Sprache durch eine hohe fachliche Ausdrucksweise aufgewertet werden möchte, doch zu welchem Preis? Also alle Menschen sollen in der Gesellschaft teilhaben können und sollen dabei sein. Alle sollen gleichberechtigte Mitglieder unserer Gesellschaft sein. Und genau dafür gibt es uns das Übersetzungsbüro für leichte Sprache der Samariterstiftung. Die Samariterstiftung ist eine Einrichtung für Menschen im Alter, Menschen in Behinderung und psychische Erkrankungen. Hier in Aalen gehören die Werkstätten für Menschen mit Behinderung oder das Café Metzmacher dazu. Im Übersetzungsbüro machen wir Texte in deutscher Sprache leicht verständlich. Das heißt, wir übersetzen das Deutsche ins Deutsche. Wir übersetzen eine Sprache, die von vielen Personengruppen verstanden werden kann. Wir machen aus schwierigen Texten eine Textversion in leichter Sprache. Ziel dabei ist, dass leichte Sprache immer ein Zusatzangebot ist. In dem Übersetzungsbüro arbeiten verschiedene Menschen. Es gibt Übersetzer, die den Text übersetzen und immer leichter machen. Und es gibt eine Prüfergruppe. In der Prüfergruppe sind Menschen mit Behinderungen. Normalerweise arbeiten sie in einer Werkstatt, so wie ich auch. In dem Übersetzungsbüro prüfen sie die Texte in leichter Sprache. Von leichter Sprache und unseren Übersetzungen profitieren viele Menschen. Leichte Sprache ist besonders wichtig für Menschen mit Lernschwierigkeiten, Menschen, die nicht so gut Deutsch können oder Deutsch lernen möchten, Menschen mit Migrationshintergrund und demenziellen Erkrankungen. Der Personenkreis ist sehr groß. Leichte Sprache ist für alle Menschen. Leichte Sprache ist ein Sprachkonzept. Sprachliche Hürden von Texten sollen abgebaut werden. Die Inhalte sollen an die Lese- und Verstehenskompetenz von allen Personen angepasst sein. Ziel dabei ist, eine größtmögliche Verständlichkeit zu erreichen. Personen können sich somit selbstbestimmt und selbstständig informieren. Sie müssen nicht mehr in einer Abhängigkeit leben und nachfragen, was in einem Text steht. Der Zugang zur Gesellschaft wird durch Verstehen ermöglicht. Das große Feld der Inklusion kann in einem ersten Schritt stattfinden. Es findet ein Austausch auf Augenhöhe statt, denn alle Menschen können sich beteiligen. Alle können selbst entscheiden, welche Textversion sie verwenden möchten. Wichtig ist das Ergebnis, alle Menschen sind gleichberechtigte Mitglieder unserer Gesellschaft. Wie funktioniert die leichte Sprache überhaupt? Leichte Sprache soll Texte nicht nur leicht verständlich machen, sondern auch Inhalte vermitteln. Damit trägt sie zum Lernverständnis bei. Leichte Sprache kann die Verbindung sein zwischen den Texten, da sie den Ausgangstext nicht ersetzt, sondern ergänzt. Leichte Sprache setzt auf ein festgeschriebenes Regelwerk. Eine Regel auf der Wortebene ist es, einfache Wörter zu verwenden. Zum Beispiel das sehr schwierige Wort essentiell kann in leichter Sprache heißen. Sehr wichtig. Aus dem Wort Fahrzeug kann je nach Kontext dann das ganz einfache Wort Auto werden. Eine weitere Regel in der leichten Sprache ist es, keine Abkürzungen zu verwenden. Die Abkürzung WG hat verschiedene Bedeutungen. Wirtschaftsgymnasium oder Wohngemeinschaft. Eine weitere Regel ist es, kurze Wörter zu verwenden durch den Bindestrich. Wir schreiben sozusagen die Wörter auseinander. Wir machen Wörter in einer leicht wahrnehmbaren Version. Dann gehört zur leichten Sprache noch dazu, dass es immer einen Handlungsträger gibt. Er streichelt den Hund, er mag das sehr gerne. Hierbei stellt sich bei uns die Frage, wer denn der er ist und wer es sehr gerne mag. Der Mann streichelt den Hund, der Hund mag das sehr gerne. Der Genitiv des für den guten deutschen Sprachgebrauch für die ausgezeichnete deutsche Sprache gibt es in der leichten Sprache nicht. Da würde jede Deutschlehrer die Hände über den Kopf zusammenschlagen, denn des Lehrers Auto ist in leichter Sprache nicht vorgesehen. Das Auto von dem Lehrer oder das Auto vom Lehrer sind Übersetzungen.
Bei uns muss jeder Satz und jede Zeile nur eine Aussage beinhalten. Deshalb machen wir bei oder, aber, wenn und weil einen Punkt. Somit ergibt sich ein neuer Satz mit einer neuen Aussage. Sie können mit dem Zug kommen oder mit dem Bus. Leichte Sprache ist keine Kindersprache. Es werden die Ansprachen wie in der Standardsprache verwendet. Alle Fachwörter werden mit der Doppelpunktkonstruktion erklärt, zum Beispiel das Fachwort für Anwalt ist Doppelpunkt Jurist. Alle Wörter nicht deutschsprachlicher Herkunft werden mit der Lautschrift angegeben. Aus der PHQK-Neid wird, das spricht man so, Doppelpunkt Petscher Kutscher Neid. Und das ist die wichtigste Regel. Wir als Prüfergruppe sind Fachleute, wir lesen und prüfen jeden Text. Der Text ist von den Übersetzern leicht gemacht. Wir haben gelernt, wie man Texte prüft. Wenn wir den Text gut verstehen können, können das andere Personen auch. Wir streichen Wörter an, wenn wir die Wörter nicht verstehen. Wir überlegen gemeinsam, gibt es ein leichtes Wort? Das dauert manchmal sehr lange. Jeder kann etwas besonders gut. Zum Beispiel gut leichte Worte finden oder die Bilder zum Text anschauen und prüfen. Prüfen ist sehr wichtig. Sie können sich bestimmt schon denken, bildliche Sprache und Redewendungen sind in der leichten Sprache nicht vorgesehen. Wir sind uns sicher, wenn Sie das nächste Mal Texte verwenden, denken Sie anders über die Inhalte und über das, was Sie mitteilen möchten, nach. Aus dem Wort, er hat ein Auge auf Sie geworfen, könnte dann werden. Sie gefällt, er hat sich vielleicht in Sie verliebt. Nutzen wir Sprache, um die Welt gemeinsam verständlicher zu machen. Aber